Hallöchen, Leute! Ich heiße euch willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von Pokémon Omega Rubin. In diesem Part werden wir gleich mal eine Kleinigkeit machen, mit der ich die ganze Zeit genervt wurde. Deswegen machen wir das mal eben. Und zwar machen wir Geheimgeschehen. Und dann wollen wir ein Geschenk empfangen. Verbindung wird hergestellt. Finde ich okay. Was? Per Internet bitte empfangen. Ja. Und zwar gibt es da nämlich ein Shiny Tanheel, das ich übrigens im Let's Play nicht benutzen werde, weil es ziemlich lame ist. Da gibt es scheinbar eins und das wurde mir eindeutig zu oft geschrieben. Deswegen werden wir das jetzt mal eben abklären, weil ich das jetzt überhaupt empfangen kann. Das Spiel nervt mich nämlich auch die ganze Zeit schon mit dem Update, das ich durchführen soll, worauf ich keine Lust habe. Ein schillerndes Tunnel, dieses Geschenk, ja, das möchte ich bitte annehmen. Und, yay, ein shiny Tunnel. Damit kann auch ich, so wie dieser Troy, ein super cooles, was? Danke für den Download und das Geschenk mit unserem Lieferanten Pokémon Setup. Alles klar. Dann kann ich, so wie der Troy, mein super cooles Mega Metacross, mein Schillerndes in den Kampf schicken. Könnte ich. Theoretisch. Werde ich aber nicht. Ja, so viel dazu. Gut, dann wäre das auch mal geklärt. Jetzt könnt ihr aufhören, mich zu nerven. Und ich werde es wirklich, wirklich, wirklich nicht verwenden. Ich meine, an sich bei der Nuzlocke Challenge muss ich jetzt noch ein paar Verhärtungen der Regeln in diesem Part durchführen, weil... Ja, Omega Rubin, ja, das lässt einen zu leicht schummeln bei der Nuzlocke-Challenge. Das ist nicht schön. Zuerst mal vielen Dank übrigens an die Leute, die mich aufgeklärt haben, was dieses komische Pokémon-Army-Teil mit dem Pokémon trainieren oder spielen bringt. Das bringt nämlich, dass mich mein Viech dann mehr mag und dann landet es mehr Volltreffer und so ein Shit. Also das ist eine Sache, die wir auch nicht machen werden, weil das ist auch wieder ziemlich lame. Im Spiel kann man so lame werden und allgemein auch dieser komische Navi zum Pokémon-Routen-Scannen teilen. Da werden wir auch nicht mehr machen, weil man sich da immer aussuchen kann, welchen Viech man begegnet. Und dadurch ist die Nuzlocke zu sehr, ja, da habe ich zu viel Einfluss auf alles, was passiert und das ist nicht gut. Und noch eine andere Kleinigkeit, ich möchte den Kampfstil jetzt doch auf Folge stellen. Also damit ich nicht mehr gefragt werde, hey, willst du auswechseln? Damit es noch ein bisschen schwieriger wird. Ja, ich mache ja keine halben Sachen heute. Keine halben Sachen mit mir. So, schauen wir uns, Moment. Moment, da ist ja ein Lieferant irgendwo. Wo ist der Lieferant? Lieferando-Man? Bist du ein Lieferando-Man? Ein schönen guten Morgen, du musst der MOP-männlich sein. Ich habe ein Geschenk für dich an dir, bitteschön. Oh mein Gott, ein Shiny Tunnel. Vielen Dank dafür, gute Frau. Vielen Dank. Komm mal wieder. Okay. Eines Tages vielleicht. Eines Tages. So, haben wir jetzt das Shiny Tunnel im Team? Nee. Das sehe ich ja gar nicht ein. Was kannst du denn? Das Ganze und alles, okay. Moment, dein Wesen ist absolut neutral. Liebt es zu essen, KP-Typ. Okay, boah, es hätte schon starke Angriffe, aber das ist ziemlich lame, das ist schon ein bisschen zu stark. Das können wir nicht bringen, deswegen... Kampfbox, okay. Klatschen wir jetzt auf Box 7. Es gibt nur noch 7 Boxen? Das war aber mal mehr. Aber gut, ich werde niemanden kritisieren, Schwester Joy. Ernsthaft. Du lässt dich echt gehen. So, aber nachdem das geklärt wäre, würde ich sagen, wir geben uns jetzt weiter auf den Weg nach... Wo wollten wir hin? In den Wald? Wollen wir in den Wald? Welches Pokémon ist denn gerade an erster Stelle? Erster Stelle ist der gute Flötenkopf und Birde. Moment! Birde ist geschwächt, finde ich nicht gut. Fucking Birde. Der Name. Ah, der wird mich noch verrückt machen. Aber noch nicht jetzt. Eines Tages. Eines Tages ist nicht heute. So, Frau, da bin ich wieder. Nachdem ich so unfreundlich zu dir war, bitte heil meinen Pokémon trotzdem und spuck mir nicht einfach in den Pokéball. Wie diese Schwester Joy aus dem anderen Pokémon Center. Oh, sei verflucht! Nur wie ich gesagt habe, sie ist fett und er wächst langsam ein Oberlippenbart. Das heißt nicht, dass sie mir einfach auf den Pokéball spucken darf. Was ist denn das? Deswegen mögen sie die Leute auch nicht. Da kann ich doch nichts dafür. Nur weil ich der Einzige bin, der es ausspricht, oder? Also, bitte. Absolut lächerlich, ich habe sowas nicht nötig. Hey, kleiner Scheißer. Spur dem Satz hinterlassen, ist total lustig. Ja. Haha, ich lache. Ich ruffel Kopf da gerade über den Boden, weil es eine lustige Geschichte ist, wirklich. Los, Flötenkopf! Entwickelt sich übrigens auf Level 16. Der gute alte Flötenkopf, das ist ein super Typ und er wird auch relativ stark, sobald er sich mal weiterentwickelt hat. Ansonsten ist es nämlich so, dass Samurzel und... Ach du meine Fresse. Das andere Pokémon... Das man in Alpha Saphir hat, das ist dieses Wasserpflanzeviech. Luturze sind von den Werten her die zweitschwächsten Pflanzen-Pokémon, die es gibt. Ja, deswegen kann mit dem echt nicht viel anfangen, weil die richtig, richtig scheiße sind. Nie Bericht. Wie was hast du für Angriffe drauf, Birde?
Das ist also kein Flugangriff. Gut, dann lassen wir den Wingman das machen. Auf den Wingman ist nämlich immer Verlass. Los, Wingman, du schaffst das! Wingman! Und du härtnerst weiter, ja? Machst du super, Sabutzel, das machst du super. Und... Was ist das? Machst du da Geduld? Gedulde dich noch ein bisschen. Und ja, das Flammi hat echt einen kleinen Punkt auf dem Popo. Warum? Was ist das für ein Punkt da hinten? Ah, egal. Ich will nicht weiter darauf eingehen. Sandwirbel! Yay! Ein wundervoller Angriff, den ich nicht einmal einsetzen werde. Vielleicht werde ich einmal drüber nachdenken, aber dann wird es wahrscheinlich doch daran scheitern, dass ich... Nee, den Sandwirbel werde ich nicht verwenden. Friss die Glut, Schwalbini! Und heul mich nicht so scheiße von der Seite an. Hast du mich verstanden? Ich hoffe, du hast mich verstanden. Denn ich habe dein Heulen verstanden. Denn Flehen um Aufmerksamkeit. Puh. Widerlich. Diese verdammten Vögel. Ich meine, es war eindeutig eine Schwalbe, habt ihr es gesehen? Das Viecher war, wurde gar nicht wirklich ausgenockt. Es hat einfach nur gesagt, ich wurde ausgenockt, Trainer. Schenk mir Aufmerksamkeit, fucking Schwalbini. So haben wir nicht gewettet, okay? Und das gilt auch für dich, kleiner Mann. So haben wir nicht gewettet, sonst kriegst du einen Hosenzieher. Ja, Moment. Du tut so weh. Dummer kleiner Junge. Hi. Ich würde gern wissen, wie... Okay, ja, erzähl mir mehr vom Meer. Aha, eine Hütte, okay. So. Oh, ich will mit dem Schiff fahren. Ach, sieht schon alles schön aus. Ist schon schön, wenn man das hier alles sieht. Wie es damals aussah. Wie es jetzt aussieht. Ich mag das Remake bisher. Ich bin super. Hallo, du Schnöse. Ich bin reich. Und da mir gerade langweilig ist, bereite ich dir eine Freude und kämpfe mit dir. Alter, der klingt wie Wollo. Schnösel Wollo will kämpfen. Okay, Wollo, dann zeig mal, was du auf Lager hast. Ein Zickzacks. Ausgezeichnete Wahl für einen Schnösel wie dich, Wollo. Ausgezeichnete Wahl. Muss ich dir lassen. Ach, du Kacke, Level 8. Ja, Aquaknarre Birde. Warum nicht Superschall? Superschall wäre, glaube ich, früher gewesen. Wobei, Aquaknarre macht so... Ach, es war ein Volltreffer. Ah, okay. Birde. Ich habe das Gefühl, du bist nicht der richtige Gegner für das Zickzacks. Nehmen wir den guten alten Wingman. Denn der Wingman, der weiß mit seinen Flügeln umzugehen. Im Vergleich zu dir. Birde. Gott, ich hasse diesen Namen. Jedes Mal, wo ich ihn ausspreche, wird es noch schlimmer. Es gilt auch für dich, Zickzacks. Warum hast du keinen Spitznamen? Hat dein Trainer dich etwa nicht lieb? Mag er dich nicht? Weigert er sich, dir einen Spitznamen zu geben? Ja. Denk mal drüber nach. Das liegt daran, dass er dich hasst. Deswegen hast du keinen Spitznamen, Zickzacks. Irgendjemand muss es ihm ja mal sagen. Tut mir leid, Leute. In dem Fall war es halt ich. Ich bin immer gern der Erste, der sowas sagt. Man muss die Leute und Pokémon auf sowas ansprechen. Sonst machen die es ewig weiter und halten sich für das ganz Besondere. Also ihr müsst ihr wieder zurück auf den Boden und sagen, nein, Zickzacks! Dein Trainer hasst dich! Das ist wichtig. Also gut, Wollo. Dann hast mal weiter den Zickzacks. Ich schleich mich währenddessen in den Wald. Ganz langsam und gemächlich. Ich bin gleich wieder da. Und schon ist er im Wald. Wundervoll. Der Blütenburgwald. Ich habe noch genug Pokebälle. Sechs Stück, das sollte reichen. Gut, Leute. Ich bin mal gespannt, was wir fangen. Es wird spannend! Oh, wir bekommen ein verdammtes Baumpel. Oh, Junge, ein Baumpel. Oh, Junge, da freue ich mich aber. Es wird die Aquaknarre wahrscheinlich nicht mehr überleben, oder? Doch, es überlebt ja. Alter. Birde! Kann sein, dass du wirklich schwach bist. Und kann sein, dass es vollkommen für den Arsch ist, das Baumpel zu schwächen, weil es sowieso immer im Ball drin bleibt. Tja, das sind die Fragen des Lebens. Die kann ich euch nicht beantworten, liebe Leute. Die müsst ihr euch schon selbst beantworten. Ja, macht das jetzt. Ich werde es euch echt nicht verraten. Ich muss jetzt einen Baumpel fangen. Nenn ich einen Baumpel am besten. Yay, klasse, Waupe wurde gefangen. Och, das ist ja klasse, das freut mich ja ein bisschen. So, Waupe, was kannst du denn? Was ist denn über dich bekannt? Ein weiblicher Wurm. Alter, so ein langer Eintrag.
Wompel kann mit den Stacheln an seinem Hinterteil die Rinde von Bäumen entfernen und ernährt sich von dem austretenden Saft. An den Füßen dieses Pokémon befinden sich Saugnäpfe, mit denen es auch ein Glas nicht abrutscht. Ha! Ich sehe alle Pokémon für eine verstopfte Toilette. Sehe ich das richtig? Dann nenne ich dich einfach, ja, wie nenne ich dich dann? Okay, ich nenne dich einfach Wurmo. Nee. Na, doch, Wurmo. Wurmi hatten wir schon, das ist jetzt Wurmo, okay? Wurmo! Werde ich sowieso nicht trainieren, insofern ist es eh egal. Die gute Wurmo sagt Hallo zu Wurmo. Wurmo. Ich mag Wurmo nicht, das ist so ein richtig arrogantes Wesen. Ist mir schon von Anfang an unsympathisch gewesen. Ich glaube, daran wird sich auch nichts ändern. Hi! Wer versucht, das Pokémon des anderen zu stellen, ist ein gemeiner Dieb. Ja, hast du Pokémon? Kannst du mir mal den Pokéball zeigen? Ich möchte ihn mir nur mal kurz anschauen. Ja, sie hat ihn mir nicht gegeben. Aber egal, ich bin so oder so schon losgerannt. Also kann sie sich vielleicht schon denken, was mein Plan ist. Aber ernsthaft, ich will nur mal den Pokéball sehen. Gib ihn mir mal in die Hand und dann dreh dich mal kurz weg für 10 Sekunden und dann gebe ich ihn dir wieder, okay? 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 Was sagst du dazu? Okay, ja. Das ist ganz schön unhöflich von dir, wenn ich mit dir reden, ein Gespräch anfangen will und du die ganze Zeit vor mir wegläufst. Gut, dann lasse ich dich mal weiter im Kreis laufen. Das machst du super. Okay, ja. So. Wer wird... Oh, Moment. Moment! Ich habe das Gefühl, die Birde. Ja, alte Birde. Alter, ich habe so viele Tränke gekauft. Ernsthaft? Ich habe viel zu viele Tränke gekauft. Die werde ich doch niemals aufbrauchen. Ah, egal. Hi! Ich hab Pokémon, Bühne frei! Okay, du kleiner Scheißer. Dann werde ich die Bühne jetzt wohl mal frei machen. Ein Wompel. Sehr exotisch, mein Freund. Sehr exotisch. So exotisch wie ein Toast Hawaii. Nimm dir Toast Hawaii. Ich liebe Toast Hawaii. Es ist Toast mit Schinken und Ananas. Und Käse. Also im primitivsten Sinne. Naja, das ist eine super Sache. Aber ich glaube, dafür muss man Ananas mögen. Ich mag ja auch Pizza Hawaii. Ich liebe das Zeug. Nur da schmeckt bestellte Pizza Hawaii meistens nicht. Ah, das ist nämlich das einzige halbwegs frische daran, die Ananas. Bestellte Pizza schmeckt nie. Liebe Kinder, lernt zu kochen. Das wird euch im späteren Leben noch sehr zugute kommen, wenn ihr kochen könnt. Dann müsst ihr keine widerliche Pizza Hawaii bestellen und euch dann wundern, warum die so scheiße schmeckt. Jedes Mal aufs Neue. Ich glaube, ich werde mir heute noch eine Pizza bestellen. Ich hätte Bock auf Pizza Hawaii. Glaubt ihr, das ist eine gute Idee? Ich werde es mal ganz gut auf mich zukommen lassen. Oh, ich glaube, als nächstes brauchen wir ein Pokémon. Also man im Krieg, falls man sich mal was gönnen will oder was zu feiern hat. Wenn man sich im Pokémon-Krieg dann eventuell, den Pokémon-Krieg gibt es übrigens wirklich, dass man sich da eventuell auf eine Pizza legen kann. Ich glaube, das ist unser nächstes Ziel. Wir suchen ein Pokémon, das man ideal als Pizzabelag verwenden kann. Oh, das wird super. Das werden Feiertage im Pokémon-Krieg-Bunker von den Diktries ausgegraben. Das wird super. Ich hätte gerne einen Diktri. Ein Diktri ist ein super Pokémon. Ja, und der Kampf lässt echt nicht viel zum Spielgeschehen zu sagen zu. Der ist echt ziemlich lame. Ach, die Standard-Edition von Pokémon. So viel Abwechslung in den Kämpfen. So viel Abwechslung. Da raste ich ja schon fast aus. Aber gut, ich war mir einen Trank. Yay! So, lieber Pokéball, kommst du wieder mit. Hi. Ein Paraheiler! Oh mein Gott! So eine Scheiße, was soll ich damit? So, was haben wir denn noch? Gibt es hier überhaupt was im Wald? Hallo, du verwirrter Professor. Fehlanzeige. Hallo. Hast du hier dagegen zufällig irgendwo ein Knilz gesehen? Ich liebe dieses Pokémon. Alter, du wirst mir nicht glauben. Aber ich weiß genau, wie du dich fühlst. Knilz ist super. Der Mann ist im Pyjama unterwegs. Ich wollte euch eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen, aber du trödelst hier im Blütenbockwald zu lang herum. Die Warterei hat mich ganz müde gemacht.
Es war halb knifflig, ich bin jetzt einfach direkt vor. Du bist ein Forscher der Devon Corporation, stimmt's? Also, wichtige Dokumente, die wir brauchen. Wenn sie raus und schnell. Alter, der Typ ist echt müde in seinem Pyjama. Hilfe! Bist du ein Pokémon-Trainer? Da musst du mir helfen, bitte! Ah, Nano, was hast du vor? Willst du diesem Forscher etwa Deckung geben? Wenn er sich hier manchmal in den Weg stellt, kann seine Rücksicht erwarten, egal ob Kind oder Erwachsene. Ja, ich werde keine Gnade zeigen. Ja gut, dann lass uns mal kämpfen, Alter. Pyjama Man? Ich trage wenigstens normale Straßenkleidung, was hast du? Alter. Das ist sowas von Pyjama. Das glaubst du gar nicht. Ein Pfiffian. Level 9, Alter. Die machen ja keine halben Sachen, du frisst erstmal einen Superschall, mein Guter. Shit. Und er jault mir in die Fresse. Alter, jault mir nicht ins Ohr, es ist voll laut. Dann hör bitte auf, den Superschall abzuwehren. Hör auf, den Superschall abzuwehren, okay? Yay! Ich bin mir sicher, hätte ich direkt mit der Aquaknarre gestartet, dann wäre Pfiffian jetzt schon down. Ha, Alter. Der macht sich selber ganz schön viel Schaden für einen Hund. Dummer Hund, du. Das war sehr schlagfertig. Alter, ich mache ihm auch voll viel Schaden. Und komm schon, bring dich um. Da jault er. Ich glaube, es reicht aber nicht. Pass mal auf. Die Birde kann ich mit Aqua spucken. Naja. Halte dich das nächste Mal zurück, Pfiffian, okay? Dann passiert sowas nicht mehr. Verdammtes Pfiffian. Also, ich rufe was ganz Besonderes, aber das ist es nicht. Und ich erlerne Flügelschlag. Wundervoll. Bin ja richtig stark. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht weiterreden, sonst bin ich echt müde. Den ganzen Wagen nicht mit dem Magma anzulegen. Na gut, Metaros City, nochmal mit der Verwaltung davon kommen. Dankeschön, Typ im Pyjama. Gute Nacht, mein Freund. Das war gerade mehr als knapp. Oh ne, dich waren diese wichtigen Dokumente in die falschen Hände geraten. Weißt du was? Ich schenke dir was. Hier, als kleines Dankeschön. Wow, der OP Tyler! Ja, heißt OP Tyler, weil er voll OP ist. OP Tyler wurde in der Basis-Items-Tasche vertauscht. Du musst meinen gesamten Gehirnschmalz anstrengen, um diese Wundermaschine zu entwickeln. Wenn du den OP Tyler anschaltest, erhält nach einem gewonnenen Kampf alle Pokémon in deinem Team Erfahrungspunkte. Selbst wenn sie nicht am Kampfgeschehen teilgenommen haben. Probier ihn ruhig mal aus. Technisches Wunderding, schwuppdiwupp. Ich habe das Gefühl, dieser Typ ist voll crazy. Du bist voll freaky drauf heute, Alter. Sag mal, meinte dieser Schuft von Team Akma nicht, er sei auf dem Weg nach Metaros City? Oh nein, das ist ein riesiges Problem. Ich darf keine Zeit verlieren. Okay, hast du Prof? Kennst du den Prof Poker? Okay, ich glaube, der ist weg. Hätte ihn gerne gefragt, ob er den Pokémon-Professor kennt, aber... Ausschalten. So, den OP-Tyler werden wir nicht benutzen. Weil der ist echt lame. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Was leuchtet denn da so? Was leuchtet da so? Also ein Viech. Okay. Ich würde sagen, wir gehen da weiter. Hey, kleiner Scheiß, du willst kämpfen? Ist mir egal. Du willst auch kämpfen? Hi! Mit meinem Käfer-Pokémon irgendwas. Ich weiß, was passiert, wenn man Käfer-Pokémon isst. Soll ich es dir verraten? Man bekommt Durchfall. Ist übrigens auch das Hauptproblem von dem Kader. Man kann jetzt zwar auch frittieren und alles, aber... Dadurch... Alter, du kannst Flügelschlagbürde? Nicht schlecht. Dadurch, dass sich ein Kader den ganzen Tag nur von Dreck ernährt, könnt ihr euch denken, dass jede Menge Dreck frisst. Und dementsprechend ist sein halber Körper voll mit Dreck. Das ist ein Käfer, den könnt ihr auch nicht einfach so ausnehmen, die Organe rausnehmen oder sowas. Deswegen müsst ihr ihn schon so essen. Dadurch frisst er dann die ganze Kacke, was im schlimmsten Fall sogar wirklich Kacke ist, die in den Kader gegessen hat, die isst ihr dann mit. Ja, und dann bekommt ihr schlimmen Durchfall in den meisten Fällen. Ein Kader ist halt, es ist wirklich leicht zu fangen, weil es leistet kaum Gegenwehr und die sind überall und die sind groß. Das ist eine sättigende Mahlzeit, wenn man eins hat, aber ist nicht gut für euch, dann bekommt ihr Durchfall von. Deswegen den Kader kann man mal essen, wenn es wirklich, wirklich sein muss, aber ansonsten, nee. Auf keinen Fall zum Genuss. Auf gar keinen Fall. Hey, wer bist du? Du trägst auch ein Pyjama. Hier spricht das Blütenburg-Kommando. Könnt ihr mich hören? Kommandantin Jördes, ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Die Mission ist fehlgeschlagen.
Wir sind auf unerwartete Probleme gestoßen. Jawohl! Ja, verstanden. Ich werde weiter Nachforschungen zu jener Energie anstellen. Boah, neuer Plot-Twist! Puh. Der Trainer hatte ganz schön was auf dem Kasten. Ist das der Typ, der da spricht? Moment, ich bin jetzt verwirrt. Oder ist das jetzt jemand anders? Ich bin verwirrt, Leute. Das hier ist übrigens, auch wenn es so aussieht, tatsächlich keine neue Route. Das heißt, hier können wir nichts fangen. Das ist auch dieselbe wie vor dem Wald. Ganz wichtig. Nicht, dass sich jemand wundert. Wir beenden jetzt übrigens noch die Bären und dann beenden wir den Part. Pirsif-Bären? Oh yeah! Ich mag Bären, die wie ein Pirsif für sich wirken. Das ist eine super Sache. Insofern würde ich sagen, liebe Leute, das war soweit Pokémon Omega Rubin für heute, für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wahrscheinlich morgen. Bis dann. Ciao.